Ja, in der ersten Variante, da haben wir die Adresslisten schon fertig gehabt. In dieser Variante zeige ich euch, wie man innerhalb des Briefes eine Datenquelle anlegt. Dazu gehen wir wieder auf Sendungen, Empfänger wählen und diesmal neue Liste eingeben. Und jetzt bekommen wir ein Feld, wo wir die Datenquelle entsprechend aufbauen können. Also, wir haben hier Titel, Vorname, Nachname mal nichts. Dann haben wir die Müller AG. München. Postleitzahl. Dann wählen wir neuer Eintrag. Hier können wir dann wieder schreiben Herr Anton Müller. Diesmal keine Firma. Nürnberg und die Postleitzahl 09457. Dann wieder auf neuer Eintrag, diesmal mit Frau. Fliederweg 8 in Ingolstadt und die Postleitzahl. Gut. Wenn wir die Adressen dann beieinander haben, sagen wir hier einfach OK. Dann müssen wir die Adressdatei natürlich noch speichern. Ich speichere die mal auf den Desktop. Und sage OK. Und das Vorgehen ist dann wieder genauso wie bei den ersten beiden Videos. Ich kann hier die Seriendruckfelder entsprechend einfügen und ich kann auch hier die Grußzeile wieder verwenden.